Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und es ist jetzt passiert, es ist offiziell, wie zu erwarten war, der Patch 4.0 von EA wurde jetzt veröffentlicht. Und wir sind jetzt in der Season 3 und das Thema US Open 2023 ist jetzt offiziell, denn in wenigen Tagen geht es ja los dieses Wochenende und wir haben einen neuen Platz bekommen, wie auch schon angekündigt, der Los Angeles Country Club ist jetzt also veröffentlicht. Und ich werde euch die Links, 2, 3 Videos mit Sicherheit mal reinschreiben, denn auch ein sehr, sehr interessanter Platz, den sollte man sich auch wirklich mal in echt mal angesehen haben. So, ich bin nicht umsonst hier auf dem Desktop. Wir werden auch gleich dann in die Patch Notes im Detail ein bisschen reingucken, was es alles Neues gibt, neben eben dem Platz und den entsprechenden aktualisierten Herausforderungen für die US Open. Ausrüstungsgegenstände wird es natürlich auch geben und Verschiedenes für und im Thema der US Open. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier das Spiel starte, wird sich mit Sicherheit hier auch etwas tun. Deswegen bin ich hier auf dem Desktop meiner PlayStation 5 und wir schauen mal, was jetzt passiert nach der Aktualisierung. So, wir sehen es also, das ganze Outfit und hier auch der Hintergrund der Angels ist jetzt im US Open Style. Und ich werde jetzt gleich mal schauen hier unter Quick Play einfach mal, wir werden hier ein Stroke Play machen und dann schauen wir, da haben wir ihn doch gleich an zweiter Stelle, den Los Angeles Country Club. Und jetzt schauen wir uns mal das Intro an, aber zuvor hier noch einige Daten, ein paar 70 Platz mit 7.381 Yards rum ist es also richtig. Und was bedeuten jetzt diese 300 Fuß? Ich vermute mal über, weil das ist nämlich auch in den Patch Notes kurz angesprochen worden, dass zum Beispiel auf hochgelegenen Plätzen dann die Bälle auch ein bisschen mehr rollen werden und die Flugkurven etwas flacher sind. Dann kann das gut sein, dass das jetzt hier eventuell neu ist. Das 300 Fuß soll heißen wohl über Meeresspiegel. Denn wir sehen bei Oak Hill 400, Pebble Beach 50. Und der Platz ist ja definitiv am Meer und Sea Level hier St. Andrews. Okay, also das soll tatsächlich die, das ist neu, das soll jetzt tatsächlich also anzeigen, die Meereshöhe. Und wir können mal nach Banff gehen, schauen wir mal, weil der müsste jetzt relativ hoch liegen. So, das sind alles Plätze am Meer. Der Riviera Country Club. So, dazu gibt es dann später auch was zu sagen, weil wenn ich das richtig gelesen habe, wird wohl, mit dem Country Club wird dann gewechselt, okay. So, hier haben wir zum Beispiel das Evian Resort in den Alpen, 1600 Fuß. Okay, also das ist die Meereshöhe. Aber jetzt schauen wir mal, was wir für ein schönes Intro doch hoffentlich bekommen. Da werden sich doch die Jungs von EA Sports hoffentlich ein bisschen ins Zeug gelegt haben, um uns diesen Platz jetzt vorzustellen, wenn wir den spielen wollen. Wir nehmen dazu unseren Spieler und starten die Runde. EA Sports is proud to bring you coverage of the world of golf today from the Los Angeles Country Club, home of the 2023 United States Open. Rich Lerner joined up in the booth by Frank Navarro. Frank, there's nothing like an early tee time to get the adrenaline flowing. And also, too, you know, the golf course is perfect. You know, less divots. You don't see any sort of marks on the green. Greens are going to putt beautifully. There's also, you know, the course is a little bit softer. It's got the moisture from overnight. And also, you know, when they've cut the golf course, there's that really green, fresh smell, like it's brand new. So, das war also das kleine Intro hier für den
Los Angeles Country Club und natürlich die Ankündigung für die US Open. An dieser Stelle werden wir jetzt einen kleinen Cut machen, denn natürlich wird es eine Einspielrunde von mir geben, eventuell heute noch oder spätestens morgen. Dann werden wir mal diese 18 Loch spielen, um uns das Ganze mal anzusehen. Aber jetzt in diesem Video werden wir jetzt erstmal rüberschwenken zu den Patch Notes und werden uns dann die einzelnen Veränderungen, Neuerungen und Updates ansehen. Also, bis gleich. Ja, da sind wir jetzt bei den EA Sports PGA Tour Patch Notizen, bei den Patch Notes 4.0, die sich natürlich auf die Staffel 3, die Season 3, die US Open 2023 beziehen. Und als erstes ist es natürlich zu nennen, dass wir jetzt hier den Platz spielen dürfen, der der Austragungsort für die US Open ist, der Los Angeles Country Club. Und der wird sich ähnlich, wie wir es jetzt schon aus dem 3.0 Update kennen, mit oder während der Saison, während im Karrieremodus mit dem Country Club abwechseln. Und bei der PGA Tour haben wir das ja schon festgestellt, dass sich Oakland hier mit einem anderen Platz dann immer im Karrieremodus wechseln wird. So, ansonsten natürlich hier das Thema wurde angepasst, was eben Menüs, Bildschirme und die Grafiken angeht für die US Open. Und hier wurde jetzt als Update als erstes oder ich sage mal als Spielupdate hier angemerkt, eine Aktualisierung des Swing-Meters. So, an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis, das Ganze ist natürlich im Original zu finden auf der EA Sports Seite. Ich werde euch den Link natürlich auch in die Videobeschreibung schreiben und das Ganze habe ich hier jetzt natürlich übersetzen lassen, damit wir das natürlich auch ein bisschen leichter lesen können. Nichtsdestoweniger ist natürlich hier dieses kerbenlose Design, das hier angesprochen wird, das nennt sich oder das steht im Original für Notchless und ich muss jetzt ehrlich ein kleines bisschen passen, so richtig verstehe ich nicht, was da jetzt eigentlich sich verändert hat, weil ich kann da jetzt keine so große Veränderung ausmachen, ob das jetzt etwas durchsichtiger ist. Notchless kenne ich halt eben von Smartphones, dass es eben darum geht, dass der Bereich, wo ja die Kamera, ja, also dass man einfach den ganzen Bildschirm zur Verfügung hat und hier bin ich da jetzt gerade ein kleines bisschen überfragt, aber nichtsdestoweniger, es wird darauf hingewiesen und ich kann jetzt auf den ersten Blick nichts erkennen, aber schreibt mir das doch vielleicht mal in die Kommentare, was ihr erkennen könnt. Also für mich ist es einfach nur vielleicht ein bisschen durchsichtiger. Man sieht hier halt einfach den Abschlagsball etwas besser und soll halt eben einfach besser, wie es hier steht, die Sichtbarkeit am hellen Himmel zum Beispiel verbessern. Okay, eine zweite Sache, das ist jetzt natürlich schon sehr, sehr wichtig, finde ich. Das ist gut, dass hier jetzt der Zielbogen aktualisiert wurde. Der eine oder andere wird es vielleicht auch festgestellt haben, wenn man dann im Bunker steht und hat eine hohe Bunkerkante, dann weiß man als nie so richtig, reicht jetzt die Schwungbahn bzw. die Flugbahn, um nicht mit irgendetwas zu kollidieren, wie zum Beispiel Bäume, Büsche oder eben mit der Bunkerkante. Und hier wurde jetzt eben, man sieht es hier in dem Video, das Ganze wurde jetzt orange eingefärbt, damit man eben sieht, okay, hier gibt es eine Kollision, da muss ich entweder einen anderen Schläger wählen oder einen anderen Schlag wählen, damit ich halt da dann drüber komme. So, der nächste Punkt ist jetzt wieder ein bisschen, ich will es mal so sagen, ein kleines bisschen enttäuschend. Also, man bedankt sich für die Geduld, aber es wird wohl weiterhin hinter den Kulissen gearbeitet an der 60-Frames-Geschichte. Also, das scheint wohl noch nicht umgesetzt worden zu sein. Okay, müssen wir uns einfach noch ein bisschen in Geduld üben. Ansonsten gibt es hier wieder einige Sachen. Es gibt neue Specs zum Beispiel, die angelehnt sind an Patrick Cantlay, Tony Finau, Jessica Corder und Lexi Thompson. Wir wissen es, es gibt die verschiedenen Specs, die sind dann immer jemand zugeordnet, wie zum Beispiel Dustin Johnson oder Matsuyama oder Spieth. Und hier wird es also weitere Specs geben und es wird auch eben entsprechende Spezifikationen für die Specs geben in den wöchentlichen Quests, Turnieren und ähnliches. So, jetzt gibt es ja noch einige interessante Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt alles wirklich wichtig oder interessant für euch ist. Ich lasse es einfach hier ein bisschen stehen. Dann könnt ihr das durchscrollen bzw. mit der Pausenmodifikation, mit der Pausentaste anhalten und euch selber durchschauen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die fand ich dann schon sehr interessant. Ich muss gerade mal schauen, dass ich die jetzt auch gleich wieder finde.
So, hier haben wir nämlich genau den Punkt zum Beispiel, dass es jetzt heißt, dass die Höheninformation hinzugefügt wurde. Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Und die bezieht sich natürlich auch oder hat Auswirkungen, nämlich, dass dann der Ball auf hochgelegenen Plätzen wie Banff Springs normalerweise weiter mit einer etwas geringen Flugbahn fliegt. Naja, okay, das zum Thema Ballphysik. Dann hier gab es dann Gameplay Animation, verschiedene Behebungen. Wenn sich der Spieler hier bewegt, dann Gameplay-Kameras, ja, auch hier, ja, nicht gewaltige Veränderungen, aber zum Beispiel, wenn man den Ball droppt, hier wurde also die Kamera für Linkshänder entsprechend korrigiert. Im Gameplay hat wurde jetzt angepasst, damit man eben nicht aus 300 Metern einen Igelschlag hat, dass eben hier auch gewisse Änderungen sind, dass man das Igel spielt, wenn man eben auf dem Grün ist und im Umkreis von 50 Metern. Im Original natürlich hier heißt das natürlich nicht Meter, sondern Yards. So, dann wurde hier auch verschiedene Dropdown-Texte eben auch korrigiert, die zum Beispiel fürs Lochspiel wichtig sind. Jo, aber was ich jetzt ganz interessant finde, der Punkt hier verbessert die Fähigkeit des KI-Golfers, kurze Putts auszuführen. Vielleicht erinnert ihr euch an das ein oder andere Video, wo wir Matchplay gespielt haben gegen entsprechende KI-Gegner und die haben es dann teilweise nicht geschafft, Bälle, die auf der Lochkante lagen, auch wirklich einzupatten. Also hier hat man dann wohl doch auch einiges verbessert. Genauso finde ich ganz interessant dieser Punkt hier. David Lingmerth wurde aktualisiert. Da haben sie doch tatsächlich die US-Flagge hinzugefügt anstatt die schwedische. Da wurde man also ganz kurzerhand mal von den Entwicklern eingebürgert. So. Unter Einstellungen wurden dann einige Probleme wieder mal mit dem Speichern behoben. Ja, da hatte ich ja auch meine Erfahrungen mit den Audiospeicherungen, mit den Settings, dass sie nicht funktioniert haben. Jetzt funktioniert es ja glücklicherweise. Dann sind unter Audio auch noch einige Töne, beziehungsweise wurde das St. Andrews Ambiente überarbeitet mit zusätzlichen Vogelhintergrundgeräuschen. Auch das Problem, dass das Publikum bei kurzen Putts manchmal nicht applaudierte. Ja, warum sollte es eigentlich das auch? Ja, Korrekturen bei den Kommentaren wurden eingefügt. Eine ganz, ganz große Liste ist der Bereich Kurse. Hier wurden sehr viele Änderungen an den verschiedenen Kursen durchgeführt. Da waren wohl irgendwelche Bäume vielleicht falsch oder wurden verdeckt. Ungewöhnliche oder unnatürliche Bewegungen auf Pebble Beach von den Möwen, falsche Farben bei den Turnierstrukturen in Pebble Beach, TPC Scottsdale Problem behoben, bei dem der Caddy beim Spielen der Löcher 17, 18 sichtbar war. Naja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich die großen Probleme sind, aber nichtsdestoweniger, die Jungs haben sich da ins Zeug gelegt, haben ein bisschen was gemacht und das soll uns doch alle auch ein bisschen freuen. So, das Kopfmodell von Scotty Scheffler wurde aktualisiert. Werden wir uns mal ansehen. Auch bei verschiedenen anderen Spielern wurden wohl entsprechende Equipment-Marken neu gemacht oder angepasst. Dann gibt es hier verschiedene Texturen-Clipping bei entsprechenden Outfits. Die Stabilität wurde entsprechend verbessert. Und hier beim Branding wurden natürlich jetzt die Open-Logos auf die Pin-Flaggen aktualisiert und verschiedene andere Sachen hier bei der Wells Fargo Championship oder beim FedEx St. Jude Championship wurden entsprechende Logos angewendet bzw. angepasst. Jo, was haben wir sonst noch? Ja, ich scroll das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen runter, weil das sind sehr, sehr viele Fehlerbehebungen natürlich und die meisten wird man vielleicht gar nicht bemerkt haben. Einige kommen natürlich dann immer erst ins Spiel, wenn man ganz spezielle, ja, ich sage mal, Spiele spielt oder spezielle Funktionen oder irgendwas ein- oder ausgeschaltet hat. Naja, wie gesagt, ich spiele es hier, ich scroll es ein bisschen runter und dann könnt ihr euch das Ganze ja in Ruhe durchlesen. Wie schon gesagt, der Link zu diesen News werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung machen. Dann könnt ihr auch direkt gleich auf die Webseite von EA Sports PGA Tour.
Ja, Freunde, das soll es eigentlich erstmal gewesen sein an dieser Stelle, was das Thema Patch 4.0 angeht. Wir sollten uns freuen, jetzt den Platz spielen zu dürfen, den LA Country Club, und uns natürlich auf die US Open freuen. Und es wird mit Sicherheit natürlich dann noch eine vierte Jahreszeit, eine vierte Season geben, wenn es zur British Open geht, die ja in der Nähe von Liverpool meines Wissens dann stattfinden wird. Und dann soll ja auch noch eine Anpassung kommen zum Ryder Cup mit dem Platz bei Rom. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und es waren interessante Sachen dabei. Wenn es euch gefallen hat, gerne bitte ein Däumchen da lassen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, die beantworte ich dann gerne. Ansonsten freue ich mich natürlich und unterstütze den Kanal, wenn ihr vielleicht ein Abo da lassen würdet. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und in Kürze gibt es dann natürlich die Einspielrunde auf dem LA Country Club. Ich bedanke mich und wünsche euch wie immer an dieser Stelle ein schönes Spiel.